Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Gear City und unserer Autofirma Compass Wheels, ja. In der letzten Folge habe ich ja schon angekündigt, wir gucken uns mal an, was für ein Fahrzeug wir als nächstes produzieren werden. Wir wollen auch einen neuen Motor mal auf den Markt bringen, weil, ja, wäre doch schon besser. Wir werden erstmal in New York schauen, wie es denn hier so aussieht, welche Fahrzeuge sich besonders gut verkaufen. Also Kompaktwagen, dann ist auch unser Fahrzeug da. Oder nein, Kompaktwagen haben wir auch noch nicht. Aber man sieht, hier sind sehr viele auf dem Markt und ja, verkaufen sich jetzt nicht sonderlich gut. So, Coupé. Ja, 92, Coupé 2 plus 2. Na, der könnte, also das wäre schon mal was, was wir uns ins Auge fassen können. Also Coupé 2 plus 2. Der Full-Size Sedan, da gibt es auch zu viel und verkauft sich jetzt nicht sonderlich gut. Full-Size Van gibt es noch gar keinen. Landault oder irgendwie so, ah, geht. Limousine, ja, da haben wir den Compass Wheels Super Pauco. Verkauft sich einigermaßen. Sind aber auch auf dem Gebiet verkaufen wir die meisten. So, Luxury Sedan gibt es auch viel zu viel. So, ein Microcar. Okay, das wäre wieder interessant. Phaeton, ja, da haben wir der Compass Wheels Grüne 8, die verkauft sich sehr, sehr gut. Und auch sogar das Konkurrenzmodell, welches wesentlich teurer ist, verkauft sich besser. Also verkauft sich gut. Das Rating von unseren Fahrzeugen ist momentan natürlich nicht so gut, weil wir günstig produzieren und günstig verkaufen. Später können wir die Qualität dann ein bisschen hochschrauben. So, Pickup. Na gut. Roadster eventuell. Roadster 2 plus 2. Also Coupé 2 plus 2 und Roadster 2 plus 2 könnten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. So, der Sedan. Da haben wir ja den Compass Wheels Maestos. Ja, da gibt es auch sehr viel Konkurrenz. Und der ist schon ziemlich überholt. Noch ein 11er. Eine 11. Ja. Bewertung. Eine 11er Bewertung. Shooting Break. Na gut. Sport momentan auch nicht. Touring. Ah, Touring. Das ist noch sowas. Können wir uns auch mal anschauen. Und Town Car. Okay, dann Coupé 2 plus 2. Roadster 2 plus 2. Und Touring. Das ist jetzt nur in New York, aber das ist ja unsere Hauptstelle, wo wir die Sachen verkaufen. Ansonsten ist hier noch eine größere Philadelphia. Wir können mal kurz da reinschauen. Kurz durchklicken. Ja, Coupé 2 plus 2. Genau, da werden wir mal schauen, wie es denn mit solchen Fahrzeugen aussieht. Hier eher weniger. Touring, also Coupé 2 plus 2 ist momentan das Wahrscheinlichste. Wir haben momentan 416.000. Wir gehen mal noch eine Woche vorwärts. Einen Monat. Ich natürlich kriege 63.000, sehr schön. Ja, verkauft sich alles gut. Wir werden dann die Produktion der Maestos erstmal einstellen. Grüne 8 können wir noch ein bisschen verkaufen. Allerdings werden wir jetzt schon mal einen neuen Motor entwickeln lassen. Den wir dann auch ein bisschen länger hoffentlich benutzen können. Den einen haben wir jetzt ja schon 5 Monate benutzt. Wir werden zuerst die Engine machen. So, gucken wir. Wir bauen den für den Coupé 2 plus 2. Erstmal. So. Die Größe. Ja, wir schauen erstmal. Kraft muss jetzt nicht so hoch sein. Vor allem muss er günstig sein. Kraft können wir ein bisschen höher machen. Da schon 3 PS. Wow, echt krass. So ein bisschen kleinerer Motor. Wir können dann hier noch verschiedene Sachen aussuchen. Welches Design nehmen wir diesmal? Wollen wir so ein langes Design? Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, wir könnten ja immer noch Dampffahrzeuge oder Elektronik schon benutzen. Wir werden mal... Sollen wir jetzt schon Elektro... Ah, ich weiß noch nicht. Ich glaube nicht. Wir nehmen mal das hier. So, sehr schön. Nehmen ein...
Was wird hier empfohlen? Ein Vierzylinder nehmen wir mal. Da kommen wir auf 6 PS. Ist auch schon mal gut. Da können wir noch nichts anderes auswählen. Und hier... Oh, da kommen wir sogar auf 12 PS. Jetzt rasten wir komplett aus. Und die Wertung sieht auch nicht schlecht aus. Und der Preis ist auch im, im Bereich des Möglichen. Wir nehmen mal den Supercharger. Der ist neu. Den hatten wir vorher nicht. So. Wir werden das Ding jetzt erstmal KW Motor 06 nennen. So. Wenn wir bauen. So, dann werden wir eine Karosserie für diesen Motor bauen. Ist besser, als wenn wir eine Karosserie bauen und dann nicht der Motor reinpasst und so. Ja, ist eindeutig teurer. Man sieht es hier, unser neuer Motor ist teurer als der alte, aber das ist kein Problem. Ist wesentlich besser. So, dann passt er rein. So. Wollen das natürlich billig halten. Was nehmen wir da? Der hier ist schwerer, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. So, nehmen wir dann das. Wir nehmen mal das Neue. Wenn schon möglich ist, dann nehmen wir das Neue. Was für einen Antrieb nehmen wir? Ja, wir nehmen auch mal das leichteste. So kostet auch nur 87. So. Wir nehmen hier das. Und hier werden wir dann auch das hier nehmen. So, da kommen wir auf 88 Dollar pro Stück. Das ist in Ordnung, denke ich. So, nenn das dann auch. KW Karosserie. Ist nicht richtig geschrieben, aber ich denke schon. 06. So. Und dann brauchen wir nur noch ein Getriebe. So, für den Coupé. Ja, wir wollen natürlich diesen Motor. So, wir wollen das da erstmal ein bisschen runterhalten und dann der Preis. Ja, das ist in Ordnung. So, da können wir noch nicht viel auswählen. Wir nehmen mal ein Viergang-Getriebe. Machen das hier alles erstmal rein. Sehr schön. So. Dann stellen wir auf KW-Getriebe 06. So, sehr schön. Wird designt. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie lange das dauert. 7 Monate bei der Karosserie, 9 Monate beim Motor, 9 Monate beim Getriebe. Und die Wertungen sind nicht schlecht. Also den können wir hoffentlich länger... Wir können ja mal vergleichen. Stimmt, wir haben ja hier diese 2 schon vorher. Ja, die sind wesentlich besser. Die Engine. Ja gut. Die lässt sich leichter verarbeiten, die Rotary Motor. Die Gearbox war auch noch einigermaßen gut, aber die neuen sind auf jeden Fall ein bisschen besser. Und das ist das Wichtige. So, wir werden... Ah, stimmt. Ich wollte ja eigentlich schauen, ob man nicht irgendwie einstellen kann, dass dann der Compass Wheels überall vom Markt genommen werden kann. So, wir haben so hier sowieso noch eine Fabrik, die gar nicht genutzt wird. Das ist nicht gut. Das sind Kosten, die stehen dann da einfach. Wie machen wir das? Wir lassen das jetzt erstmal. Wir schauen mal, wie das sich jetzt hier vom Geld einpendelt. 107. Momentan, solange sich noch alles verkauft, können wir das so lassen. Wir werden mal ein bisschen mehr nach vorne gehen. 5 Wochen. Das heißt, danach sind es nur noch 3 Wochen. Haben ja hier unten... Oh, jetzt haben wir ordentlich Geld gemacht. Okay. Gehen halt mal ein bisschen weiter vor.
Ja, verkauft sich alles ziemlich gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, wir haben hier ein bisschen Minus gemacht, aber das ist nicht schlimm. So, das ist jetzt eher uninteressant. 3 Wochen noch vor und dann sollte alles fertig sein. Dann werden wir das nächste Fahrzeug zusammenbasteln. Und ja, ein bisschen Minus gemacht, das ist nicht schlimm. Alles andere verkauft sich sehr gut. So. Das wird jetzt alles fertig sein. So, dann gucken wir mal. Die Karosserie ist fertig, ist sehr schön. Der Motor ist fertig und auch das Getriebe. Fahrzeuge, wir können ja mal reinschauen, wie es da aussieht. Ja, die sind alle gut zum Produzieren. Teuerste mit Abstand ist der Super Poco, kostet 535. Maestros und Grüne 8 ungefähr ähnlich teuer. Okay, wir können ja auch gucken, ob wir nicht davon neue Designs rausbringen. So, wir werden jetzt erstmal ein neues Fahrzeug designen. Wir nehmen Coupé 2 plus 2. Da machen wir das erstmal ein bisschen so. Wir wollen billig. So. Richtige Karosserie ausgewählt. Falscher Motor. Wir wollen natürlich den KW-Motor, den neuen Motor. Und das neue Getriebe. Sehr schön. So, und dann jetzt erstmal schauen, was für Fahrzeugarten es gibt. Double Duo, Victoria und Filius. Wir nehmen mal Victoria, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. So, und dann werden wir das erstmal ein bisschen bearbeiten. So, wir wollen ein bisschen flacher. Das Dach werden wir auch mal ein bisschen flacher machen. Na, nicht so kurvig. Ja, so ein bisschen so ein Dach. Überschussgedöns können wir auf jeden Fall machen. Oh, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So. Bisschen dünner. Sehr schön. Jetzt die Frontseite. Hey, können wir länger machen. Ja, warum nicht? Sollen wir aber nicht raus haben. Nee, so, gut. Ja, die Stoßstangen können wir da schon draußen lassen, das sieht schon ganz gut aus. So, hinten jetzt, das lassen wir mal so. Ah, das sieht immer so komisch aus, wenn das so überlang ist. Ja, das kann man so lassen. So, dann kommen wir schon zu den Fahrzeugteilen. So, erstmal wieder das hier. So, klonen das, schieben es hier rüber. Machen es ein bisschen runter. So, genau, sieht schon besser aus. Wir werden als erstes mal wieder die Reifen dran machen. Und wir haben sogar neue Reifen, solche roten. Okay. Ja, werden wir natürlich erstmal wieder ein bisschen kleiner machen. So. So können wir das machen. Klonen wir, ziehen wir hier rüber, setzen wir hier dran. Sehr schön. Wir könnten die eigentlich ein bisschen einsetzen. Wir könnten hier so Riesenreifen dran machen. Sieht's mal ein bisschen gut. Sieht ein bisschen gut aus. Wir werden mal ein bisschen breiter machen, die Hinterreifen. Das. Ich möchte das gerne haben, dass es so ein bisschen reingeht, genau. Sieht auch eigentlich ganz gut aus. So, wenn wir kurz nochmal diese Reifen nehmen und diese dann auch ein bisschen breiter machen, dass auch ein bisschen passt. Ich hätte gern beide. Irgendwie will er nicht. So, jetzt. Sehr schön. Nein. So. Zack. So, jetzt haben wir die auch ein bisschen breiter, noch ein bisschen dünner und dann müssen wir sie auch noch da so komisch reinschieben. Nee, war das? Ach ja, hier. Nee, das ist falsche Richtung. Sieht zwar auch interessant aus, aber egal. So, zack. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus.
So. Jetzt die Frontlichter. Ah nein, das sind die Rückleuchten. Okay. Ja, hier vorne hinzumachen wäre auch irgendwie lustig. Aber nein. So. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Wenn wir ein bisschen kleiner machen. Wenn er mal beide übernehmen würde, so zack. Irgendwie will der nicht. Machen wir mal weg. Machen wir wieder hin. So, zack. Klonen wir, schieben wir drüber. Haben wir hier so zwei große Leuchten. Ja, sieht nicht verkehrt aus. So. Die Heckstoßstange ist sogar schon fast perfekt. Die wollten wir nur ein bisschen breiter machen. Ja, erstmal schön verschoben. So. So, und dann hier unten. Bisschen raus. Bisschen größer. Runden und. Ja, so. Sieht ganz gut aus. Ja, sieht gut aus. So. Dann die neuen Lampen. Spiegel. Die bringen wir mal hier vorne an. Sieht ja auch irgendwie stylisch aus. So, machen wir ein bisschen so. Genau. Sieht doch ziemlich cool aus. So. Dann die Frontleuchten. Die machen wir auf jeden Fall kleiner. So, klonen die einmal. Machen die hier hin. Vielleicht können wir sie ein bisschen nach hinten schieben oder so. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, dann der Kühlergrill. So, zack. Standardmäßig. Ah, sieht nicht schlecht aus. So, da haben wir eigentlich ja schon, aber wir können trotzdem hier noch einen dazu machen, so zack. Oh, schon wieder perfekt hingemacht. So, ein bisschen größer machen. Gehen wir runter. Mal ein bisschen weiter vorn. Wobei, brauchen wir gar nicht. Machen wir das hier. Ja. Kann man so machen. So, natürlich brauchen wir auch noch Türgriffe. So, zack. Klonen wir. Ziehen wir hier rüber. War ja eigentlich so. Damit man das einmal so aufmachen kann und einmal so auf. Passt schon. Und dann haben wir auch dieses Fahrzeug fertig. Wir werden jetzt erstmal das Fahrzeug noch ein bisschen färben. Welche Farbe holen wir? Nehmen wir mal diese Farbe hier. Ja, wobei. Braun. Ja, so ein leichtes Orange. Ist das ein Orange? Ich weiß nicht. Das ist ein Orange. Sehr schön. Mit hier so einem schwarzen Streifen drin. Sieht doch sehr, sehr stylisch aus. Finde ich auf jeden Fall. So, die Fensterscheiben. Kann man das hier eigentlich ändern? Zum Beispiel einen roten Streifen. Ja, man kann einen roten Streifen zum Beispiel. Sehr schön, das muss ich gar nicht. Machen wir mal so einen grünen Streifen rein. Ja, grün, Gold. Nee, da müssen wir was anderes nehmen. Wir nehmen dann doch lieber hier so ein Schwarz, so ein dunkleres Schwarz. Sieht dann schon sehr, sehr edel aus. So, und dann natürlich noch hier hinten
Und hier ist es ja schon so. Sehr schön, dann haben wir dieses Fahrzeug fertig. Wir nennen es, wie gesagt, wir bleiben dabei. Wir nennen das immer nach Abonnenten. Nur mir ist da schon ein kleines Problem da aufgefallen. Ich möchte natürlich gerne auch jeden irgendwie ein Fahrzeug widmen. Nur manche Abonnenten kann ich ja gar nicht sehen, ob die Abonnenten sind oder nicht. Weil die werden dann nicht angezeigt, weil die ja dann auf privat gestellt haben. Falls ihr wisst, was ich meine. Also einfach Kommentare reinschreiben, wenn ihr da unbedingt auch ein Fahrzeug haben möchtet. So, wir nennen das aber jetzt erstmal den KW Montreal. 86. Hatten wir noch nicht? Nee, hatten wir noch nicht. So, Modell H, genau. Das ist der Montreal. 86. So, alles richtig, ja. Wenn wir designen. Und wir schauen mal, wann dieses Fahrzeug fertig sein wird. In 7 Monaten, dann haben wir ein neues Fahrzeug. Wir könnten eigentlich gleich noch ein Fahrzeug machen. Und zwar dann direkt den Roadster 2x2. Aber, 2 plus 2. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann werden wir das Fahrzeug erstmal produzieren lassen. Wir werden aber dann noch direkt 1-2 Fahrzeuge machen, damit wir direkt eine neue Produktpalette. Oh Mann. Ja. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Das war's von eurem Kompass Bambuso.